Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr es tun würdet. Das sage ich jetzt immer kurz am Anfang dazu. Vielleicht nervt es einige, aber ich werde es trotzdem machen, weil es mir einfach wichtig ist. Weil so viele Leute schauen ohne Abo, deswegen, ja. Es haben sich einige Blackout gewünscht und ich habe mir gedacht, die drei schlimmsten deutschen Public-Spieler zurzeit, also Falaxi, Anton und ich sind so die drei Leute, die in den Lobbys gerade ihr Unwesen treiben im Multiplayer. Wir haben eine Runde Blackout für euch ausprobiert. Nicht wundern, wir haben als kleinen Running Gag, weil wir immer Blackout in der Nacht spielen, wir schlafen gleich ein und so. Das ist unser kleiner Running Gag, also nicht wundern. Sind aber zwei richtig witzige Runden geworden. Viel Spaß, also wir waren schon an dieser Stelle, wo man so müde ist, dass man in diesen ganz komischen Modus kommt. Viel Spaß dabei, let's go. Also gehen wir jetzt Riverton, ja? Naja. Nicht wie auf diesem Wasserturm, nicht wie letztes Mal. Das habe ich gerade so, ey. Ist hier noch eine Waffe, Felix? Na, hier liegt absolut nichts, Mann, ich muss so los. Ja, ich habe einen Revolver, GG. Ich verstehe nicht, warum hier keiner gelandet ist. Ja, das macht so gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, ne? Ich erwarte ja nicht, dass hier 300 Leute landen, ist okay. Aber so ein Team wäre mal korrekt gewesen. Wollen wir direkt gegenhanden? Ja, ja. Zell? Warte. Vorne ist ein Gegner! Was heißt denn vorne? Tief hier um die Ecke. An der Kreuzung. Er war noch niedergestreckt. Wo kamen die jetzt her? Das verstehe ich nicht. Hast du ihn gefinisht? Ja. Seid ihr auch kurz vorm Schlaftod? Ja, ja, ich bin aus der Fahrt da und bin gleich knocked in meinem DX Racer. Und wie wirst du dann gefinisht, Digga? Digga, weiß ich nicht. Wenn du in-game stirbst, weil es dann so noch langweiliger ist, wenn man nur zuguckt. Man liegt so knocked im DX Racer, Digga. Ja, bei mir ist vorne ein Gegner, schau mal, Jungs. Zombies, Digga, du Spaß. Da rechts ist ein Gegner, hier ist gerade einer mit dem Kopf. Boah, wie durch Stücke gefasst ist, vom Arsch geschneidert. Anton, der fährt uns hier direkt in die Zombies rein. Er ist an uns vorbeigefahren. Wir müssen die Zombies holen, dann können wir die Kiste snacken. Muss man alle Zombies töten, oder wie? Du musst die Zombies töten, ja klar. Also, nein, muss man nicht, Digga. Doch. Die spawnt uns nicht, die Kiste. Ja, die ist auch noch verschlossen gerade. Da ist sie da. Ja, wir müssen die Zombies töten. Sicher? Marcel ist gerade im Ultra-Fight. Wir waren nie so müde. Train Zombies. Digga, ich hab keinen Bock mehr. Hol dir mal, Felix. Jetzt schon. Anton war so gierig auf die Kiste. Sagt, hol ihn mal. Er zieht auch alles raus. Es war nur ein Rakete da drin. Oh, wow. Ich habe auch meine ganze Air-Money verbraucht für die Zombies. Da schießen welche auf 300, ne? Naja. Ja. Lass du schnell laufen. Felix. Ja. Anstalt, ja, da müsste auch noch eine Kiste sein. Die schießen ja vielleicht auch nur auf die Zombies. Ja, werden sie wahrscheinlich. Ich sehe sie. Ach, Anton. Alter, wie du mich anschießt, Bro. Ja, du bist in den Schuss gelaufen, sorry. Ich hab zwei. Er wusste schon, dass es das für ihn war. Also zwei. Ich hab ein Trauma-Kit abzugeben. Auch eins geklaut. Hier ist ein Titan drin gewesen in der Kiste. Man hat nichts gehört von ihm, Digga. Wirklich überhaupt nichts. Ich habe auch gar nichts gehört. Ich habe nur den Hubschrauber, Digga, der ist lauter als alles andere. Ja, ich habe ein Trauma-Kit, alles gut. Totenstille, Schleicher. Außenstehen. Noch ein Gegner, Digga. Während ich hier am Looten bin. Man hört nichts, Digga. Die Kiste macht ein Geräusch, Digga. Ich habe nie so Angst gehabt. Ach, Digga. So eine Angst gerade, ne? Da sind Schüsse auf 285. Die schießen auf uns, oder? Ich weiß auch nicht, wo wir hinter uns. Ja, hier beim Berg. Hab einen. Hab den rechts auch angehittet, rechts ist down. Blank ein bisschen, ja, warte. Ein, zweimal getroffen. Ja, mir so weak, vor mir, 67. Hab ihn. Hier waren aber noch welche. Ja, oh, weiter oben auf dem Berg waren noch welche. Ich würde hier irgendwo so warten. Vor mir. Okay, warte, ich komm. Noch einer? Oder hast du noch? Ja, hinter mir. Er lag hier einfach im Gras. Ich will auch mal einen looten. Fast geheult. Okay, da schießen noch welche auf 285. Wir müssen halt zum Auto gehen. Wobei, wir können eigentlich hinrennen, oder? Ja, ich lauf das auch. Ja, einer in Tankstelle drin. Beziehungsweise er steht an der Tür. Einer vorne am Fenster, er pusht mich vorne, hab ihn. Er war direkt tot. Der Nate den anderen gefinisht, Digga. Let's. Oh, ich werd abgeschossen von draußen, Jungs. Aus der Zone kommt einer. Oh, bitte finish mich nicht. Warte, ich hol mir den. Hier sind zwei. Einen hab ich. Im Haus, Jungs, ich hab zwei.
Einfach nicht hinter dir. Ab 3. Hab das ganze Squad, Digga. Ich bin so eine fucking Maschine, Digga. Erstmal so. Es leben immer noch 20 Leute. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir jetzt nicht komplett geflankt werden. Safe im Haus. Ja, im Haus da vorne. Wollen wir das pushen? Ja, klar. Ja. Er ist hier rechts drin. Brauchst du Hilfe, ja, Anton? Ich hab 2. Waren die beiden, ja, hier drin, oder was? What the fuck? Einer war Toilette, einer war hier. Da vorne mal diesen Wohnwagen abchecken da. Hier sieht man halt nichts, ja, wenn hier ein Gegner ist. Warte, ich hab Techniker. Da ist einer bei dem Wohnwagen, Marcel. Links. Ja. Links hinter dem Wohnwagen. Ah, ich sehe einen 150. Okay. Ach stimmt, ja, er ist am Heli, er steigt wieder ein. Lass nach unten schießen. Ja, brennt. Er ist raus. Das war's komplett. Er ist runter zur Halle. Ich muss schnell in die Zone jetzt. Unten auch. Fuck, ich werd von überall angeschossen. Also 300 sind welche an dem Haus. Ja, das sind die letzten. Die beiden sind in der Zone gestorben, ja, war eh klar. Hinter mir. Hab den letzten. Wow! Wir sind so Maschinen! Wie viele Kills habt ihr? 8. 11. 10. Turbine wollt ihr gehen? Wenig gesehen. Ich hab so gehofft, dass der Gegner gehen, aber ich glaube, wir werden wieder komplett alleine sein. Ah ne, da landet einer, Jungs. Ah, eine Titan. Guter Anfang. Also einer kommt zu dir rein, Felix, in die Halle. Am Eingang bei der 2. Boah, du hast ihn so. Er wurde einfach hingerichtet, Digga. Er wurde hingerichtet wie Monkey, nee, aber... Digga. Einschlafen mit Marcel, Falaxi und Barca heißt diese Episode. Wo sag ich mit dem Schlaf schon verdammt nah? Oh, Jungs, hier ist ein Heli. Ich kann auch einfach nicht rausschießen, wisst ihr? Weil ich mich so langsam drehe im Heli. Ah, ich flieg sehr. Also. Okay. Ich werde so abstürzen, Jungs. Auf, komm, wir suchen uns jetzt mal hier. Ich muss schon sagen, du siehst ziemlich sexy aus, wenn du den Helikopter. Warum sind welche? Die schießen auf uns. Seht ihr da unten? Ich bin raus. Ja. Bro, wir machen mal die falsche. Okay, warte. Ich ist halt noch fehlt, das ist schon geil, wie ihr das gemacht habt. Auf der Straße, hier, auf der Straße. Er versteckt sich hier irgendwo, ohne Mist. Er ist hier, hinter mir. Boah, du Flechdachs. Ist noch einer. Hast kein Leben mehr. Noch einer. Vier Leben. Oh, ich hab ihn auch mit 5, ich hab ihn gerade so geholt. Da ist ein Gegner vorne auf der Straße, hier in diesem Gebäude. Er hat Shotgun. Er hat einfach ein Schild auf. Aber er war nur gedownt. Okay, Anton, komm. Jungs, da schießen noch welche auf Süden. Wir können eigentlich weiter pushen. Wir brauchen Leben, Jungs. Ja, ich leg dir eins hin. Warte. Da hinten sind die. Die gehen oben hin, glaube ich. Komm, steigt aus, Jungs. Bitte. Oh mein Gott. Ich hab die G9 geknallt. Boah, ich hab mich auch G9 geknallt. Einen hab ich. Beide knocked. Einen finished. Keine Ahnung, der dritte Mate war der wahrscheinlich, der auch auf dem Quad. Hier drin. Oh nein. Nice. Guck mal, in Fortnite zum Beispiel hätte ich jetzt Probleme gehabt, den einfach so zu pushen. Aber hier weiß ich einfach, was ich machen muss. Das ist so ein geiles Gefühl irgendwie. Das fehlt halt komplett in Fortnite bei mir. Diese Sicherheit, wie man sowas macht. Ich wusste jetzt, okay, ich gehe genau so durchs Fenster und dann hole ich ihn. What? Jetzt kommt es hier direkt. Ich muss schneller an die Kreuzer, oder? Ne, es fährt links. Flashy. Ah, fuck, nicht erwischt. Shit. Aber durchzieht. Ja, ich habe ihm noch 2 Hits gegeben. Das reicht halt nicht. Ich bin so müde. So lustig. Ich wollte schon gehen, dann sehe ich so den Haus. Einer schreibt... Ja moin, erstmal Blackout als Therapie für Leute mit Schlafstörungen verwenden. Ich schwör, ich bin so müde. Ich würde so eine Triple machen, da sind welche auf 165. An dem Wasserhaus, yeah, da. 150, er läuft da am Baum. Seh ich ihn, er läuft da jetzt auf 160, er springt da rum. Da beim Hügel. Ja, ja. Bei mir lag gerade alles so wie Scheiße, oh, rechts, Digga. Rechts. An der Uferseite. Shit, wird angetet. Boah, ich check grad gar nichts mehr, ich mein's ernst. Ich muss mich kurz safe ins Haus. Ich musste so los grad. Ist auch los. Einer legt sich da hin. Ich kann ihn leider nicht hitten. Einer mit Greifer über uns. Mach richtig High Ground. Auf Dach. Hier sind 2 drin im Raum einfach. 2 im Raum. Ja, ja. Oh. What? Die waren direkt neben uns, Anton. Die 1 Meter neben uns. Noch einer in der Ecke. Oh Gott, der war so frech.
Felix, nein, du wirst sie. Oh Gott, er war echt. Marcel, ich hab die Ecke gecheckt, ne? Aber es war so dunkel, dass ich es einfach nicht gesehen habe, dass er das drin war.